Er ist der größte Rangierbahnhof Europas. Eine Fläche von 280 Hektar, das sind rund 400 Fußballfelder, 7 Kilometer lang und 700 Meter breit. Auf 112 Gleisen werden hier jeden Tag bis zu 4000 Waggons entkoppelt, neu sortiert und wieder zu einem neuen Zug zusammengestellt. Dafür sorgen rund 500 Mitarbeiter. Einer von ihnen ist Michael Becker. Auf seiner immerhin schon 50 Jahre alten Rangierlok eine 296. Da sind garantiert Werte ohne Ende, was man hier so verschiebt. Ne? Das geht in die Millionen pro Schicht, auf jeden Fall. Oh, so ein Fernweh kommt nicht auf, ne? Wenn man jetzt so weiß, naja, der jetzt vor mir ist, der geht jetzt irgendwie nach, was weiß ich, nach Marokko oder sonst irgendwas. Nee, um Gottes Willen. Ich bin kein großer Urlaubsmensch. Dänemark oder so, das würde lang. Ja, da gehen seine Züge auch hin. Aber von Anfang an, der Rangierbahnhof in Maschen bzw. die Zugbildungsanlage ist einerseits die Hauptdrehscheibe für den Hamburger Hafen, aber vor allem für die Nord-Süd-Verteilung fast aller Güterzüge in Deutschland zuständig. Züge, die aus dem Süden kommen, werden hier neu aufgesplittet für die Weiterfahrt nach Hamburg, Kiel, Puttgarden und weiter nach Dänemark und Schweden. Umgekehrt passiert das auf der anderen Seite für die Züge, die aus dem Norden kommen. Koordiniert wird das zunächst in der Zugbildungsdisposition. Da sitzt Michael Klepper mit seinen Kollegen. Die Züge kommen hier rein, werden hier aufgelöst und neu gebildet. Und das ist unsere Aufgabe. Diese kompletten Züge, die hier reinkommen, das sind hier diese, die hier reinkommen, hier oben am Berg, die zerlegen wir auf die einzelnen neuen Züge, die dann wieder ausfahren. Und damit da nichts schief geht, ist Seehafenkoordinatorin Brigitte Häusler da. Bei ihr laufen alle Fäden zusammen, wenn es um Probleme geht. Das ist nun egal, ob es sich dabei um aufgebrochene Container handelt, entgleiste Wagen zum Beispiel, oder auch wenn nur ein Lokführer oder LRF sich beim Aufsteigen auf die Lokomotive den Finger klemmt. Auch dann rufen die Leute bei uns an. Wir leiten dann die entsprechenden Maßnahmen ein. Das heißt, bei größeren Störungen und Unfällen rufen wir dann den Notfallmanager an, der hier von DB Cargo, der dann auch vor Ort ist und sich die Belange dann vor Ort anguckt und welche Maßnahmen eben einzuleiten sind in Zusammenarbeit mit den anderen Stellen, zum Beispiel Netz oder Sonstiges. So, jetzt aber wieder raus zu den Zügen. Es wird nämlich ernst für Michael Becker. Der hat wie ungefähr 20 Mal pro Schicht einen neuen Zug vor sich, der neu sortiert werden muss. Die Waggons sind vorher alle entkoppelt worden und jetzt wird abgedrückt. Tja, aber so ernst wird es gar nicht, denn der Rest passiert fast vollautomatisch. So, jetzt schalten wir den Funk ein für den Abdruckfunk. Der befindet sich hier. Moment, einmal hier und einmal auf den Knopf drücken. So, und jetzt übergebe ich die Lok an den Bergmeister. 21, ran und zu. Michael, 21, geht los. So. Und jetzt fährt der Bergmeister. Und ich überwache das hier. Und ich muss die SIFA betätigen. Das ist alles. Ansonsten drückt die Lok jetzt mit Funk ab. Funkfernsteuerung. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ne? Das macht alles der Rechner. Wenn mir jetzt zum Beispiel schlecht wird, ich nehme den Fuß hier runter von der Taste. Und kommt jetzt die Hupe und würde ich nichts machen, dann würde nach 2,5 Sekunden eine Zwangsbremsung kommen. Dann würde die Lok stehen bleiben. Michael Beckers Lok schiebt die tonnenschweren Wagen auf einen sogenannten Ablaufberg. Von da rollen die Wagen dann auf ihr neues Gleis und werden zu einem neuen Zug. Die Weichen dazu werden hier oben gestellt. Carsten Qualmann ist, so heißt der Job wirklich, Bergmeister. Sie werden am Berg vermessen vom Volumen, vom Gewicht, von den Radsätzen. Und dann werden dementsprechend unsere Bremsstufen eingestellt in den Bergbremsen, Talbremsen. Das wird radarüberwacht, dass die Wagen dann auch mit ihrer Geschwindigkeit einlaufen. Bei sehr vollen Gleisen laufen sie langsamer rein, bei leeren Gleisen mit mehr Geschwindigkeit. Rückenwind wird auch beachtet. Das wird anhand des Volumens des Wagens wird das ermessen. Ein leerer Containertragwagen hat keine Angriffsfläche. Der wird natürlich mehr laufen lassen, als wenn ein großer Container, wo eine große Angriffsfläche ist vom Wind, der wird dementsprechend mehr gebremst. Bei Rückenwind und bei Gegenwind im anderen System wird er natürlich laufen lassen, weil er ja auch den Gegenwind hat. Das ist natürlich auch alles computergesteuert. Kein Wunder, denn insgesamt hat der Rangierbahnhof Maschen 750 Weichen, dazu noch rund 900 Signale und 26 solcher Balkengleisbremsen, die die Waggons entsprechend langsamer machen, damit das möglichst nicht passiert.
passiert aber. Deshalb werden die Waggons am Ende zusammengeschoben und wieder miteinander verkuppelt. Und dann kommt Wagenmeister Fred Lünzmann ins Spiel. Der prüft den neu zusammengestellten Zug nochmal auf Herz und Nieren, die Verbindung, die Bremsschläuche, die Bremsen. Da muss er gut zu Fuß sein. 700 Meter ist ein Standardzug und den muss ich mindestens einmal rauf und wieder runter. Und das bis zu 7 Züge, wenn man eine dumme Schicht hat. Also ich denke, 8 Kilometer am Tag ist realistisch und das mache ich jetzt 35 Jahre. Er läuft also in einem Jahr etwa die Entfernung vom Rangierbahnhof bis nach Rom. Rangierlokführer Michael Becker ist inzwischen schon wieder auf dem Weg zu seinem für heute letzten Zug und Richtung Feierabend kommt dann doch ein bisschen Fernweh auf. Außerdem wollte ich früher immer Pilot werden. Naja, irgendwas ist ja immer.